Hallo zusammen, heute geht's hoch hinaus. Wir starten mit der Nebelhornbahn und die trägt uns auf 2000 Meter Höhe. Dort oben geht's dann vom Nebelhorn durchs Koblatt bis auf den Großen Daum. Beim Start an der Nebelhornbahn ist es meistens noch recht trubelig, aber sobald man das Skigebiet verlässt und um die erste Kurve biegt, ist man mittendrin in dem hochalpinen Winterland und ist relativ für sich allein. Die Tour habe ich mit Till gemacht und auf dem größten Teil der Strecke waren wir eigentlich allein unterwegs. Etwas Erfahrung im hochalpinen Wintergebiet sollte man schon mitbringen, denn auf der einen Seite sollte man genügend Abstand von den Wengenköpfen halten und auf der anderen Seite aber auch genügend Abstand zu den Bergseen. Wir hatten Kaiserwetter auf unserer Tour. Neben einem tollen Ausblick zog sich unsere Spur durch meist unberührte Winterlandschaften. Der Weg geht meist relativ einfach durchs Koblatt. Nur am Anfang am Nebelhorn geht es zunächst 300 Höhenmeter runter und in der Mitte am Großen Daumen auch wieder ungefähr 300 Höhenmeter hoch. Oben am Gipfel hat man einen tollen Ausblick, eigentlich auch eine gute Pausenstation. Auf unserer Tour hat es aber relativ stark gewindet, sodass wir unsere Pausenstation weiter unten an den Bergseen gemacht haben. Trotzdem war der Blick über die Allgäuer Gipfel wirklich beeindruckend. Man fühlt sich mittendrin. Oben rechts findet ihr übrigens ein Video mit meinen Lieblingstouren im Winter. Für die Tour sollte man so 4 bis 5 Stunden mitbringen. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr Videos sehen wollt oder wenn ihr mich auf meinem Weg von München nach Venedig begleiten wollt, dann abonniert doch den Kanal. Bis bald!